Endlich ist es wieder soweit. Die Christkindlmärkte dürfen nach pandemiebedingter Pause wieder öffnen. Heute bin ich auf der Freiung und die Chance, einen Punsch hier zu trinken, lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Damit ich mich gut zurechtfinde, hat sich Alexander Hengel, Sprecher der Wiener Märkte, Zeit genommen, um mit mir eine kleine Führung zu machen. Und so groß wie Herr Hengel ist, dementsprechend ist auch sein Wissen über die Geschichte der Christkindlmärkte. Besonders stolz darauf ist er, dass der Erste vor 300 Jahren genau hier seine Stände eröffnet hat. Auch wenn sich die Leute damals bezüglich des Namens noch nicht ganz einig waren. Weihnachtsmärkte, weil der erste Weihnachtsmarkt tatsächlich noch Nicolo- und Krippenmarkt geheißen hat und auch hier auf der Freiung stattgefunden hat. Nach ca. 100 Jahren, 120 Jahren, wurde der Markt dann verlegt am Hof. Dort wurde der Weihnachtsmarkt das erste Mal beleuchtet und irgendwann haben wir dann den umbenannt in Christkindlmarkt, weil da war einfach der Nicolo dann schon unmodern und das Christkindl hat die Geschenke gebracht. Deswegen heißt er heutzutage Christkindlmarkt. Übrigens gibt es noch den am Rathausplatz, der tatsächlich noch Christkindlmarkt heißt, und eben den, wo wir gerade spazieren, der den Namen Altwiener Christkindlmarkt tragen darf. Alle anderen nennen sich Weihnachtsmärkte. Geschäftsführerin Alexandra Holzer freut sich heuer besonders. Nicht nur, weil es keine Einschränkungen mehr gibt, sondern weil dieses Jahr die Besucher und Besucherinnen besonders auf ihre Kosten kommen. Wir haben 20 neue Aussteller sozusagen dabei und 20 neue Angebote, wo man wirklich wunderbares Neues bei uns entdecken kann. Also das sind schon Premieren. Geben Sie uns ein paar Beispiele. Wir haben eine wunderbare Kerzenmanufaktur, eine neue. Wir haben verschiedenste Spezialitäten, von Wildspezialitäten, Senfspezialitäten. Wir haben Weihnachtseier und ich glaube, das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Nussknacker, Keramik, wunderbare neue Schmuckkünstler, Holzkünstler. Mittlerweile bin ich mit Herrn Hengel, wo sonst, bei den Süßwaren gelandet. Absolut recht hat er. Welches Obst von Ihnen ist denn der Bestseller hier? Der Bestseller sind die Erdbeeren. Nach den Erdbeeren möchte ich etwas weniger Süßes ausprobieren. Der Nussknacker, der heuer sein Debüt feiert, bietet sich hier gerade an. Die Haselnüsse konnte die Einrichtung perfekt knacken. Bei den etwas größeren Walnüssen habe ich einen zweiten Anlauf gebraucht. Hat das jetzt geklappt? Ja, perfekt. Super. So. Abseits erlesener kulinarischer Impressionen überzeugt der Christkindlmarkt auf der Freiung mit hochwertigen kunsthandwerklichen Geschenksideen. Die Palette reicht von nachhaltigen Sojakerzen, die länger brennen als gewöhnlich, über klassischen Krippenschmuck bis hin zu den handbemalten Weihnachtseiern. Und sollte es doch mal etwas anderes sein als Glühwein oder Punsch, dann mal hier das Wiener Dirndl probieren. Wiener Dirndl ist ein hervorragender Likör, lässt sich nicht nur purgut trinken, sondern kann man auch super zum Mischen hernehmen, in verschiedenen Cocktails, wie Aperol zum Beispiel kann man auch verwenden, also in Prosecco, in Sekt, in weißen Spritzer passt da gut. Mit Tonic trinke ich ihn fast am liebsten, weil das eine super Harmonie ist zwischen dem Tonic, dem bitteren und dem süßen vom Likör. Und was ist da alles drinnen? Es ist die Kanelkirsche drinnen, die in Ostösterreich im Dialekt eben Wiener Dirndl heißt, Zimt und Vanille und das Ganze wird eingelegt in einen Bioalkohol. Wer hier auf die Linie achten möchte, dafür gibt es die alkoholfreie Variante auf Kräutertee-Basis. Letztendlich hat bei uns die heiße Schokolade gewonnen. Die geht immer, besonders an kalten Tagen. Ob Punsch oder doch heiße Schokolade, wer mal mit seiner Liebsten wieder mal nostalgisches Flair in der Wiener Innenstadt erleben möchte, ist hier genau richtig. Bereits zum 35. Mal eröffnet der Wiener Christkindlmarkt seine Pforten. Uns Besuchern erwartet eine Mischung aus Kulinarik und Kultur.